Gucken, wir müssen mal gucken, ob wir oben auch noch irgendwie so einen Schutz machen wegen Vögel. Wegen den Nebelkrähen. So eine Art Dach. So wie der da. Ah, vor Feuer hat er Angst, ja? Komm nur her, du. Der kreist aber ganz schön tief, ne? Ja. Aber mehr habe ich erstmal nicht Der hier. guckt nach Aas. Du solltest dich mal wieder waschen. Und damit herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Meinst du, ich kann den Vogel vom Himmel schießen? Er könnte Pfeile verschwenden, ne? Aber der könnte Federn geben. Wir haben nicht so viele Pfeile. Ich habe die mal versucht anzulocken. Ja, du hast recht, ich nehme die Schrotflinte. Da streut die Munition besser. Wo ist er denn? Der dreht ja immer den gleichen Kreis, ne? Okay, da komme ich nicht hoch. Aber da kann ich runter. Jeep, 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 jeep. Ah, das gibt's nicht. Darf der Geier Geier sein? So. Das war aber knapp. Hat er mich jetzt gesehen? Ernsthaft jetzt? Wow. Jasmin, der Vogel macht sich über mich lustig. Ja, deswegen würde ich da auch noch so ein bisschen kleinen Schutz. Aber das ist so eine große Fläche hier. Das ist so weit weg. Ja, wollen wir die Gelegenheit beim Shop verpacken und nochmal looten gehen? Schnell? Ja, gleich. Ja, genau. Mach doch noch mehr Krach. Das hat mir nicht viel geholfen. Der Vogel lebt immer noch. Der ist immun gegen Schrot. Das ist unfassbar. Ich erwische den Geier nicht. Du hast hier die Ecke gar nicht aufgewertet. Hier oben. Ich weiß jetzt aber nicht, wie Kannst du das tief. mal machen? Warte. Ja, ist nur ein Block. Ich kann aber nur auf Holz aufwerten. Ich habe kein, ich habe auch keinen Klauenhammer dabei. Doch. Hast du 10 Pflasterstein? Mal? Dann kann ich da Stein Nee, ich habe hinmachen. es gerade aufgebraucht. Na gut, na gut. Ich will keinen Ärger verursachen. Lass uns einfach looten gehen. Ich meine Sachen überhaupt weggepackt? Ne, ich habe hier noch eine doppelläufige Schrotflinte. Oh. Gefunden. Hast du gefunden? Sieh mal einer an. Ich gehe noch mal hier zu unserer Pfütze was trinken, bevor wir losgehen. Immer schön rein mit der Plürre. Das gute Gammelwasser hier. Keine Teichpumpe drin, das Wasser ist bestimmt schon gekippt. Es geht so viel schneller mit der Axt. Herrlich. Oh, Jasmin, Touristen! Aber ich sehe jetzt nicht, wo was abgeworfen wurde. Wo bist du? Unten an den Bäumen. Da, wo deine Schlaglöcher sind.
Noch nicht verkehrt aus, ne? Neben dem Garten Eden. Sieht aus wie ein Knast. Was du gebaut hast? Ja. Nur mit weniger Luxus. Vielleicht wie so ein amerikanischer Knast. Weißt du, wo es kein eigenes Schwimmbad gibt, ne? Ja. Wo ist er? Da. So. Nanu? Wo wollen wir denn jetzt gucken? Ja, mir ist das egal. Da hinten waren wir noch nicht, oder? Hier so die Ecke? Na, Loot müsste ja eigentlich rechts. So nach und nach überall wiederkommen. Ja, aber wir waren ja immer nur rechts jetzt. Links waren wir ja noch gar nicht, Jasmin, so. Jasmin, bitte. Oder? Deine politische Ausrichtung will hier keiner hören. Das ist gerade Ansichtssache von dir. Ja, wir waren immer nur hier auf der rechten Seite looten. Dann gehen wir mal links. Ja. Ich höre schon was. Ja, da gehst du rein und ich gehe in das Haus. Wo denn? Na, hier, da, Und wo bist du? Bleib mal bei mir. Sag mal, raffst du das nicht? Ich bin doch bei dir. Boah, guck mal, der Vogel ist zahm, der verfolgt uns. Warum gehst du nicht durchs Tor hier vorne? Das wird zu weit. Jasmin, ich habe eine Stufe 5 Axt. Ich bin nicht mehr auf Türen angewiesen. Da unten liegt einer. Oh ja, den hole ich mir. Messer, 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 Messer. Hm, geil. Gammelfleisch. Voll krass, ey. Halt hier du, waren wir, glaube ich, schon mal. Ja, halt du mal so lange die Luft an, ja? Ohne zu atmen. So. Du bist da hinten. So, ich bin drinne. Oh, das ist aber schön hier. Oh, hier hätten wir uns eine Basis machen sollen. Hier waren wir doch schon mal. Ja, das war damals auch schon schön. Hier ist aber immer noch alles leer. Hätten wir auch alles zumachen können, ne? Richtig gut. Hier ist alles leer. Dann lass mal doch Richtung rechts gehen, weil da haben wir zuerst gelootet. Dann ist da der Loot wahrscheinlich auch schon... Der Rucksack ist nicht leer gewesen. Ja, den haben wir letztes Mal vielleicht übersehen. Aber dann ist rechts wahrscheinlich der Loot eher wieder nachgespawnt als hier. Bist du jetzt rausgegangen? Ja, ich bin nur vorne an der Straße. Rechts. Hier drüben, Jasmin. Na? Waren wir da schon mal drin? Ja. Am selben Tag, wo wir da drin waren. Ich habe auch noch eine Säubere das Gebiet-Mission, wenn du Bock hast. Wenn ich erstmal ein bisschen Loot sammeln und die Basis noch und. Na, ich dachte auf dem Weg dahin, weil wenn wir das Gebiet säubern müssen, dann ist ja beim Aktivieren der Quest sowieso der Loot wieder da. Ich mach gerade Munition noch zu Hause. Patronen? Machst du 762er Munition? Alles. Ist deine Lieblingsmunition, ne? Alles mache ich. Auch Schrotflintenmunition? Nee, die nicht. Magnum-Munition? Nein. Also nur 9 Millimeter. Ne, 9 und die 2er. Das Maschinengewehr und Revolver. Ja, reicht ja eigentlich auch erstmal, ne? Ja. Mal gucken, wie wir uns diesmal schlagen. Diesmal können wir zumindest nach unten schießen. Noch ein Spaten.
Selber Spaten, du. Das ist ein Huhn. Und ein Hase. Ja, den Hasen habe ich auch schon gesehen. Ah, oh, das war so knapp. So. Jetzt hat es sich aber ausgehoppelt hier, du Hühnchen. Ich habe mit dir noch ein Hühnchen zu rupfen. Den fand ich gut, Jasmin. So. Ach, das ist mit der Eisenhacke, ist das so viel angenehmer. Wunderbar. Leerer Briefkasten. Ups. Stein. Bist du schon weitergegangen? Ja, ne? Ich bin doch hier vorne beim Baum. Du gehst doch hier die ganze Zeit überall lang. War ich? Niemals. Ah, da. Auf der Kreuzung. Im Kreisverkehr. Na, übst du für die Fahrschule? Machst du Trockenübung? Hm. Du hast den Arm nicht rausgehalten. Hm. Da, da, da. So. Huh? Nochmal einen Schritt zurück. Oh, irgendwo kommt hier was. Ich höre was. Müsste hier hinterm Zaun sein. Oh, ein Vogelnest. Oh, Müll. Das ist der Makler. Er lässt fragen, ob du das Haus jetzt kaufen möchtest. Nö. Sie hat Nein gesagt. Du hast ihn am Boden zerstört. Du hast ihn doch gerade am Boden zerstört. Ich glaube, er hat deine Aussage nicht verkraftet. Hm. Hier nicht eben. Nee. So, so, so. Gibt's da was zu looten? Wo bist du, oder? Ah! Mhm. Ja, wollen wir Richtung Mission? Da können wir noch einen Stein mitnehmen. Mhm. Einen wunderschönen Stein, den hauen wir gleich klein. Ist doch nur Autoschrott. Habe ich nicht gesehen. Das scheint Kunststoff zu sein. Ja, ja. So, hier habe ich noch ein paar Autoreifen. Du bist nicht alleine. Oh. Ich habe nochmal 4 Federn. Ja, gut.
Wo jetzt hin? Hier vorne links da. Die blaue Farm. Das ist ein Rocker. Wieder Reparaturkit. Das hat er überlebt. Tapper Bursche. Aber kommst du auch damit klar? Oh mein Gott. Pass mal auf, Boy. Was ist schwarz und schlecht für die Zähne? Kennst du den? Machst du mich an, mach ich dich kalt. Nee, scheiße. Machst du mich heiß, mach ich dich kalt? Ja, verdammt. Ich hab's versaut, Jasmin. Mein ganz cooles Auftreten gegenüber dem Rocker ist fehlgeschlagen. Was mache ich denn jetzt? Oh, kleinen Moment. Frühstück. Oh, hier sind Hundehütten. Das Ausrufezeichen kannst du sehen, ne? Ja. Gut. Vielleicht doch, da sind Hundehütten. Ja. Okay. Gehört das hier noch mit dazu? Nee, es ist nur dieses blaue Haus. Gut, ich mach mal auf, ne? Hallo? Haben wir hier Wauzis? Oh Gott. Okay, wie sehen Sie denn aus? Das mit Ihrer Hand sieht aber nicht so gesund aus. Damit sollten Sie mal zu einem richtigen Arzt gehen. Jasmin, das musst du dir angucken. Ich hab ein Glas Honig. Ja? Honey. It's so funny. In the rich man's world. Mais. Okay, hier ist keiner. Eingestürzt? Nee, da ist was vom Dach gefallen. Es muss ein Engel sein. Ja, er schreit doch so. Ja, hört sich eindeutig nach Engel an. So, ich werde sie in meine Gebete mit einschließen. Gammelfleisch. Oh, Müll. Ich mag Müll. Großen Müll, kleinen Müll und gelben Müll. Ist das Big Hitters? Erfahre alles über die neuesten Knöpfe und Schläger für Sport, Heimverteidigung und Bandenkriege. Verbessert die Fertigkeit zur Fertigung von Knüppeln. Jo. Wer steht denn da oben? Hundekorb. Ab jetzt bin ich der Knüppelmeister. Aua! Du hinterhältige Schlange. Die hat mich aber gelingt. Oh. Jo. Eins. Zwei, das ist ein Harren. Oh, nee, doch nicht. War nur zwei. Oh. Ich hab zwei Dietriche. Ich komme gleich wieder drin, waren safe. Da.
Oh, jetzt wird geknackt. Jetzt wird geknackt. Come on! Oh! Jetzt wird geknackt. Man muss halt wieder die Tradition hinhalten. So. Ja! Okay, du darfst reingucken. Ist für dich. Nee, mach mal. Nee. Gut. Aufs Dach können wir bestimmt auch noch irgendwie. Die kam ja von oben. Wow, deswegen diese Musik. Ja, die Musik verheißt nichts Gutes. Jo, ich bin auch gleich wieder tot. Brauchst du irgendwas? Nahrung oder so? Ja, Hilfe hier, dass die mich nicht ständig angreifen. Ja, ich hab ihn. Ach, da ist noch einer. Warte, haben wir gleich. Der hängt da fest. So. Ich hab mal mein Vogel-Lasso rausgeholt, ne? Oh, 119 Federn habe ich wieder. Nette Geste. Jetzt muss ich hier oben rein. Brauchst du noch was wegen Heilung? Ich brauche alles. Ich muss nach Hause. Bist du infiziert? Ich bin infiziert. Ich habe Kopfschmerzen, ja, ich habe Knie, Hand, warte. Arm. Ja, ja, ich habe alles. Papa hat doch alles dabei, ne? Hier, komm, nimm mal einen Honig. Wenn das noch was bringt. Nimm mal einen Kürbis. Ja, Essen kann ich dir nicht anbieten, aber trinken, wenn du willst. Immer im Wasser. Ich muss auch gleich nach Hause eine Tablette nehmen. Ja. Ich muss nur noch die Quest fertig machen. Ich darf die ja mitnehmen. Okay. Ich glaube, die Luft ist rein. Meinst du? Meine Rüstung ist beschädigt. Die kommen aus der Wand. Genau. Stolpern aus der Wand. Oh nein, da ist ein Dicker. Ich weiß nicht, wo du bist. Ach, da oben. Komm runter. Hä? Alles gut? Ah! Komm da runter. Ich versuch's. Ich häng fest. Ah! Lässt mich nicht gehen. Oh nein, ich glaube, ich sterbe. Wo bist du denn? Oh, nice. Jetzt lässt er mich mit den ganzen Affen hier alleine. Als ob das so meine Schuld ist. Hast du an deinem Dings gespawnt? An meinem Rucksack, ja. Ja, da hinten kommst du schon. Scheiße, damit ist die Mission im Eimer, ne? Volle Wolle. Du machst nicht einfach auf. Ah, verschlossen. Das kann nicht sein. Der wollte mich dieses blöde komische Rankengitter da nicht runterlassen. Naja, dann gehen wir gleich erstmal nach Hause.
Und dann müssen wir müssen Munition und das alles machen. Ja, mein Ausrufezeichen ist auch weg. Voll gemacht, Patrick. Ja, Schande. Ganz tolles Kino. Wo bist du denn jetzt? Vorne an der Straße, ich habe nur einen Huhn gekillt. Er haut einfach ständig ab. Ja, ist halt ein bisschen doof gelaufen, ne? Hier ist ein Nest. Das Problem war halt, die Ranke wollte ich runter. Aber der hat mich nicht runtergelassen. Ja, wie oft willst du das jetzt noch sagen? Ja, glaubt mir kein Mensch. Ich glaube, wir haben es verstanden. Nein, noch nicht. Gib mir noch ein paar Anläufe. Wieso lässt du die Kartoffeln hier? Was für Kartoffeln? Sind das die mit der Blüten? Ja. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ach, die quatschen da erstmal oder was? Wer? Ach hier, die Zombies. Na toll. Unterhalten die sich noch? Nee, gleich nicht mehr. Ach, ich wollte das doch sehen. Oh. Hoppala. Hm. Aus 2 macht 5 oder 4 oder was? Oh, mein Kopf. Ich würde jetzt nicht die ganze Munition verdämpeln. Ja, Patrick. Ich bin ja schon am Neue machen. Ja. Es tut mir leid, dass du das eben erdulden musstest. Ich wollte meinen Frust nicht an dir rauslassen. Ich bin halt gestorben und kam diese blöde Leiter da nicht runter. Diese Ranke-Dings da. Kacke. Kannst du Kartoffeln mitnehmen? Dann nehme ich Mais mit. Hm? Kackspiel mit dieser Kackranke, die du Kacke hochklettern kannst da und noch kackiger kommst du wieder runter. Was war alles Kacke, du Scheiße hier. Ach, das ärgert mich jetzt aber wirklich, dass ich da nicht runterkam. Ich hing da wie fest. Als ob so eine Schnur an meinem Bein ist. Aber hier sind keine Kartoffeln. Ich dachte in dem anderen. Ich habe einen Stein eingepackt. Ich war nicht untätig. Auch ganz toll, Patrick. Ja. Und er läuft am Nitrat vorbei. Was mit dem bloß noch hinführen hier? Ich muss hier Leichen einsammeln. Gammelfleisch. Und so. Am Rucksack läuft er vorbei. Ich bin doch noch gar nicht fertig, Jasmin. Oh, da ist eine Tablette drin, die kann ich nehmen. Ja, bitteschön. So, haben wir hier noch Kadaver? Ja, ja. Sitzt unten. Ja, ich komme da nicht ran. Ich muss rein. Vor dem Zaun ist noch ein Vogelnest. Ja, ich mach schon. Wo denn? Ach, da. Aber da ist auch noch eins. Hä, wo denn? Da. Da. Willst du das mitnehmen? Nee. Okay. So, dann gehen wir mal einmal zu Bauer Joe in die Scheune, wa? Oh Gott, nein. Okay. Nicht cool. Nicht cool, Bro. Oh, das war auch nicht cool. Kann ich meinen Pfeil wieder? Danke. So, Gammelfleisch ist rechte Seite. Was haben wir denn hier noch? Ein unberührtes Regal mit Werkzeugteilen. Einer schönen Kette für eine Kettensäge. Wir müssen aber gleich Schluss machen hier. Ja. Ist hier Wasser? Ob ich... Achso. Ist nichts.
Nochmal das Gammelfleisch hier schnell einsammeln. So, dann können wir ja nächste Folge schon wieder Beete machen, wa? Beete und Felderblöcke. Ja, das Fleisch haben wir. Da können wir noch die Leiter hoch. Oder? Mit Anlauf. Mit Anlauf! Ich brauche mal einen Baublock. Einer reicht schon, oder? Schön. Ja. So, dann gehen wir hier ganz in Ruhe durch. Eins. Zwei und... drei. Boah. Gottes Willen. Der kommt nie hinterher. Oh, Jasmin. Komm ich da rüber? Oh ja. Oh, shit. Okay, das war daneben. Au. Nicht cool. So, was gibt's hier Schönes für mich? Scheiße, habe ich nicht dabei. Scheiße. Ja. Lecker. Okay, Benzin habe ich sowieso schon. Das können wir mit einstecken. Was haben wir denn an Medikamenten für mich? Kopfschmerztablette. Nicht. Ja. So. Working Stiff Tools. Sehr schön. Ich habe hier noch 8 Schießpulver. Ey. Dieser blöde Vogel. Da habe ich Eisen. Habe ich. Oh ja, endlich Forge Ahead. Gut, das war's schon. Endlich was? Hm? Endlich was? Ich sag, das war's schon. Nee, davor. Forge Ahead. Was das Buch. Damit ich die Chemiestation irgendwann bauen kann. Jetzt brauche ich nur noch 12. Hm. Ich könnte mir was brechen, wenn ich runterfall. Mich nicht. Die Frage ist ja auch, wie komme ich später wieder runter, ne? Hm. Aber wie komme ich hier generell runter, ohne dass ich an denen vorbei muss? Komme ich hier auch wieder hoch? Ja. Ja. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Mir ist das auch schon passiert. So. So. Tut mir leid, Jungs. Ich muss leider weiter. Hm? Hm. So, das ging. Wo wohnen wir denn? Da. Oh, das ist aber schon ein bisschen ein Eck hin, ne? Hm. Da laufe ich eine Weile, denke ich mal. Hm. Mache ich mich besser gleich auf die Socken, wa? Hm.
Genau, nebenbei noch ein bisschen Holz mitnehmen. Keine Ausdauer. Bin 12 überladen und ich habe keine Steroide, Jasmin. Keine Steroide. Was mache ich denn da? Das ist aber nicht schön mit der Ausdauer. Ich habe nämlich keine Munition mehr. Kannst du noch mehr mit mir reden, Jasmin? Habe ich mir gedacht, ja. Das ist mein IQ. Intellektuell scheinen deine Synapsen wohl ein bisschen zurückgeblieben zu sein, wa? Sagt der Richtige. Ich bin dumm und ich bin stolz. Ja. Sammelfleisch. Oh Gott. Ich spreche kein Hebräisch, tut mir leid, ich habe das nicht verstanden. Macht nichts. Okay. Heißt das, macht nichts? Wie ging das? Jetzt kann ich das auch. Oh, so viel Gammelfleisch. Ich habe jetzt zwei. Putsch, Gammelfleisch. Ist der tot oder ist der nur halbtot? Ist ein Toter, ne? Kannst du nicht. Oh, die ist aber nicht tot. Die kam gerade dazu. Die ist aber nicht tot. Können wir auch nichts machen hier. So, die können wir uns auch reinschmeißen. Schön. Kriegen wir nicht auch immer Gammelfleisch? Samen. Holz. Man hört deinen Hintergrund. Oh, Kartoffelsamen. Egal, ich lasse die einfach drin. So. Einkaufskorb können wir auch noch mitnehmen. So. Wunderschön. Ich wohne noch mal da. Kann ich noch einen kleinen Abstecher am Stein machen? Du weißt schon welchen. Nö. Ja, den grauen. Weißt es jetzt wieder? Du weißt schon, der schwärzliche da, ne? Der mit den Ecken. Der hat so ein paar weiße Punkte dran. Der da auf dieser Wiese lag. Na ja, doch, du weißt schon. Weißt du nicht mehr, Nanni? Nee. Otter Hamilton. Hatte so ein grünes Cargo-Shirt an. Cargo-Hose. So. Stirbbusch. Ah, vor 10 Jahren, 15 Jahren, wie lange ist das schon her? Hätte ich das nicht sagen können, ne? Hätte ich hier gleich CIA im Haus gehabt. Oh, je nachdem, wie lange das her ist, bin ich schon echt alt. Guck mal, haben wir Biden, vorher Trump, dann zweimal Obama und davor war erst Bush. Bush. Babush. Das ist aber schon doch ein paar Tage her. Oh, ich bin so alt. Aber so. Die Zeit läuft mit mir. Wie hab ich vorhin zu dir gesagt? Ich bin ein Gott. Und was für ein Gott bin ich? Toilettengott. Habe ich nicht erbärmlich oder so gesagt? Ist ja eine Toilette. Oder ein Hämpfling? Ein mickriger Gott, so habe ich mich genannt. So. Bin jetzt gleich auf dem Weg nach Hause. Ich komme gerade an deinem Trecker vorbei. Finde das voll cool, was die so an Fahrzeugen neu dazugesetzt haben.
Bringt Abwechslung rein, finde ich. Du bist nass. Ja. So sei es. Oh. Der kleine Hämpfling hat schon wieder Hunger und Durst. Hauptsächlich Durst. Aber Hunger ist auch schon gut wieder zurückgegangen. Hm. Ausdauer habe ich nicht. Aber ich bin schon wieder bei der Eisdiele. Hm. Oh, hier nochmal ein Stein. Zwei und drei. Die waren wichtig. Und ein Busch. Lieber Busch. Nimm das Busch. Kinket. So, jetzt komme ich erstmal nach Hause und dann zeige ich dir, wo der Stier die Hörner hat. Oh mein Gott. Ich habe schon wieder Durst. Oh. Kann ich nicht einfach nach oben gucken und werde gesättigt? Es regnet doch. Kannst du sehen, wie weit ich bin? Mir fällt gerade ein, ich hätte auch das Fahrrad nehmen können. Ja, was wir natürlich kaum gefunden haben, ist Munition. Müssen wir echt wieder mit Pfeil und Bogen? Ja, da brauchen wir auch erstmal Federn wieder für. Ich habe jetzt noch 161, dann sind wir bei 3411. Schön, dass du die nicht hast. So viel. Hm? Schön, dass du die hast. Ja, ja, ich freue mich auch. Wo bist du denn? Unten. Ah, unten? Ah ja, hier, ich habe noch was für dich, du. Und schön lernen. Einmal aussortieren hier. Das Holz möchte ich gerne behalten. Was habe ich noch? Stein. Ich sammle Stein, aber irgendwie wird er nie voll. Hm. Skurril. So. So. Da. Oh, Benzin haben wir auch schon gut. Ja, ich musste das ja auch mit Stein aufwerten, ne? Meinst du, das kommt von alleine? Nee, ich dachte eigentlich, du sammelst dir auch mal ein bisschen Stein. Hm. Ja, mache ich doch. Ich verbrauche das und dann gucke ich, was noch unten ist. Mein ganzes Stein ist verbraucht. Ich glaube, wenn ich mal irgendwann dazu kommen sollte, meinen Bunker zu bauen, brauche ich eine eigene Kiste. Hast du den ganzen Stein für dich alleine? Weil ich dann fertig bin. Wenn wir den Zementmischer endlich haben. So, jetzt habe ich noch Samen und Händlerkiste oben. So, das können wir auch gleich einmal wieder wegpacken. Da. Finde ich besser. So, so. Einmal da oben. Ja. Händler. Das muss repariert werden. Schön. Und Samen. Toll. So, jetzt kann ich mir auch wieder eine Hand frei machen. So. Den Baum würde ich hier so stehen lassen, sieht cool aus.
Welchen denn? Na, der da vorne, der oben auf der Dachterrasse so gesehen ist. Mhm. Und wieso gehst du mit einer Axt Richtung Bäume? Hä, ich will hier den Dings wegmachen. Der ist aber echt breit gewachsen, ne? So gut. Wow. Na gut, du machst das schon. Du bist ein fleißiges Bienchen. Also das ist ein Busch. Ich dachte erst, das wäre Stein. Ohne Ausdauer. Oh, ja, das mit der Ausdauer, das kenne ich. Das ist ein Thema für sich, Jasmin. Ja, ja, meine Jahrhundertbaustelle. Weil ich einfach das Werkzeug nicht kriege. Und die Bücher kriege ich nicht, die ich brauche. Bücher. Und Bücher. Weil die Verleger alle geschlossen haben. Ach, furchtbar. So. Aber sonst geht's uns ja gut, ne? Das ist ja auch die Hauptsache. Dass es uns gut geht. Ja, Patrick. So. Ich möchte jetzt diese eine Wand hier gerne noch schaufeln. Oh nein. Schreierin? Nee. Doch, bei mir. Warte, ich komme von der anderen Seite, aber oben. Ja, warte, wenn sie mich nicht sieht, ich hau sie kaputt. Oh. Wo ist sie denn? Hab sie kaputt geschlagen. Hast du? Ja, ich hab sie über. Oh Gott, sie steht wieder auf. Ja, wollte ich dir noch sagen, ich glaube, das ist ein bisschen neu gemacht. Bleiben kurz noch liegen. Und dann stehen die aber wieder auf. Ja, aber kein Problem, das ich hab sie überwältigt. Das war bei dem einen da vorhin auch. Die hat von mir richtig Sänge gekriegt, Jasmin. Der habe ich ja mal gezeigt, wo der Stier die Hörner hat. Mhm. Da war ich aber ein richtiger Mann, war ich da. Habe ich mich nicht klein kriegen lassen, du. So. Ist das richtig? 1, 2, 3, 4. Oh. Ich dachte, ich habe nur 3. Naja, aber das passt ja, ne? Aber ist immer kurz vorm Blutmond, da kommen richtig viele Schreierinnen, ne? Ja. Kommt schon wieder eine? Nee. Also ich habe jetzt keine gehört weiter. So. Wunderschön. Da noch. Wie weit war denn diese Wand? So. Drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Und weiter geht's. Aber wir müssen ja gleich schon fertig sein, ne? Wer?
hier die Wand. Also so viele Blöcke können eigentlich gar nicht mehr kommen. Mhm. Bin ich der Meinung. Ja, ich sehe schon das Ende. Ah, alles gut. Wir haben es gleich geschafft. Wieder eine Wand fertig. Fürs Erste. So, hier noch einmal. Gewitter! Oh, Jasmin, das krummelt aber. Und was sagt uns das? Weiche der Eiche und suche die Buche. Was denn? Ey, das ist da Ausdauer, das nervt übelst, ey. Ich hab witzigerweise gerade gar keine Probleme. Hier noch. Ah, wunderschön. Und hier. Vielleicht erstmal zubauen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. So. Die letzten drei Blöcke, wa? So. Der letzte Block? Oh, erstmal der letzte sogar. Jetzt habe ich aber zwei Blockspalten gebügelt, also tief. Aber ist eigentlich nicht wild? Das können wir auffüllen, ne? Später. Kommt ja noch. Ja, nee, das passt. Das passt. Alles noch im Rahmen des Möglichen, Jasmin. Mhm. So, 1, 2, 3, 4. Und jetzt kommt der männliche Part. Aufwerten und Punkte sammeln. Was hat das jetzt mit männlich zu tun? Ich habe einen Hammer in der Hand. Jasmin, bitte. Also, männlicher geht nicht, ne? Was ist denn jetzt hier das Problem? So. Und... Oh, doch noch ein bisschen. Nagelschusspistole wäre gut, ne? Aber die haben wir leider noch nicht. Jo, wunderschön. Genau. So, und hier das Loch stört gar nicht, weil hier kommt ja auch noch ein Podest. Ein kleines. Wie hoch müssen wir insgesamt kommen, damit wir... Das war zu tief. Das können wir denn abzählen. Ja. Das abzählen und dann setzen wir da nochmal zwei hoch vielleicht. Äh...
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also ungefähr 7 Block von der Höhe und dann dürfte es gehen. Passt ja genau, wenn wir zweimal 3 Block hohe Zimmer machen, ne? Ja. Das sollte gehen, Jasmin, das sollte gehen. So, dann eigentlich kann ich noch ein paar Beete anfertigen. Oder wir machen das morgen. Hey. So, wie dem auch sei, wir verabschieden uns auf jeden Fall für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Seid nicht zu sehr enttäuscht, dass ich da an diesem komischen Raffeldings da hängen geblieben bin. Es tut mir wirklich leid. War lustig. Es war traurig. Ich kam da nicht weg, ja. Jasmin. Du hättest in meiner Haut stecken müssen. Ich habe gelitten. Ich habe panische Angst gehabt. Ja. Lustig. Es freut mich natürlich, wenn mein Leid euch erfreut. So, ich hoffe, ob wir auf. Wortkotze 1, 2, 3. Ich hoffe auf jeden Fall, wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gerne wieder ein. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Lasst gerne ein Like da. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.